Unsere Frauen, sie sind freiwillig geworden in diesem Land. Unsere Frauen, sie sind nicht mehr sicher auf diesen Straßen. Und jetzt habe ich ein Video gefunden von den nächsten Vergewaltigern von morgen, von den nächsten Messerstechern von morgen. Schaut euch an, was diese Kinder hier für ein Bild von Frauen haben. Mädchen. Ich rufe sie an und sie sagt so, ich muss kacken gehen, Amana. Ich klatsch dir eine. Was sind so deine No-Gos, Bro? Bro, ich gebe sie nur einmal am Tag kacken. Wenn ich nochmal sehe, ich mal direkt Schluss, gibt's ein Klatsche. Wie machst du Klatsche? Ulla, Bruder, lern erstmal Deutsch. Und eine Klatsche gegenüber der Frau. Merkt ihr überhaupt, was sie hier für einen Schwachsinn von euch gibt? Das ganze Video, unzensiert, findest du in meinem Telegram-Kanal. Ich kann das hier auf YouTube nicht bringen, sonst wird das Video wieder erst ab 18 freigeschaltet oder demonetarisiert. Sie reden hier darüber, wie sie mit Frauen umgehen. Und das ist wirklich bezeichnend. Jetzt sagen die einen, das sind Kinder, und ich sage, nein, das sind kleine Messerstecher und Vergewaltiger von morgen. Das hat nichts mehr mit Kindern zu tun. Schaut euch die Videos an, wie respektlos und verroht sie hier reden gegenüber anderen, wie sie über Frauen reden. Solche Kinder in unserer Gesellschaft, ja, jetzt stellt euch mal vor, die sind noch 5 Jahre älter, was dann passiert? Und wie sie alle erziehen, die Nachkommen, die um sich herum sind. Und wie das Ganze dann am Ende ausgeht, das sehen wir hier ganz kurz. Mehr kann ich euch nicht zeigen, denn da wird einer getroffen gleich auf dem Video. Ja, das war in NRW gestern. Polizei hat noch keine Mitteilung dazu gemacht, ob ihnen der Vorfall bekannt ist. Katastrophale Entwicklungen in diesem Land. Und alle wollen sie leugnen, ja? Die Kinder von den Migranten werden erzogen zur Frauenverachtung. Die Frauen sind dort nichts wert, ja? Und wer das Gegenteil behauptet, der lebt in einer Illusion. In welchem Land ist es denn so, dass die Frauen sich abends nicht mehr auf die Straße trauen? In Köln soll man ja die ganze Zeit den ÖPNV benutzen. Jetzt will der Stadtrat Taxigutscheine an die Frauen verteilen, weil der ÖPNV nachts nicht mehr sicher ist. Und was macht die Bundesinnenministerin? Sie will einfach mehr Migranten in den öffentlichen Dienst holen. Ansonsten mantelt das Schweigens über alles. Wir reden nicht darüber. Das ist nicht unser Problem. Sollen die lösen, die nach uns kommen. Ihr habt mit dem Feuer gespielt und nun steht ihr im Vollbrand. Und ihr seid bald komplett verbrannt. Man sieht es an euren Wahlergebnissen von der SPD. Da wird nichts mehr übrig bleiben. Aber auch von den anderen Verräterparteien wird bald nichts mehr übrig bleiben. Es gibt hier jetzt noch eine Bürgerin, die legt nochmal den Finger in die Wunde hinein. Ich habe 40 Jahre hier gearbeitet, 40 Jahre eingezahlt. Ich bekomme keinen Cent, weil mein Mann 5 Euro zu viel Rente kriegt. Ich bin zum Arbeitsamt, habe mich mit meinem Berater unterhalten, habe zu ihm gesagt, das nächste Mal komme ich. Keine Papiere, nichts verstehe. Dann sagt er zu mir, dann kriegst du das volle Programm. Wo leben wir hier? Wo leben wir hier? Wir haben eingezahlt, gehen leer aus und sie kriegen unser Geld. Hallo? Ich habe 40 Jahre hier gearbeitet. Aber wenn man überhaupt keinen reinholt, dann werden... Wir holen doch keine Arbeitskräfte. Verstehst du? Wir holen höchstens Fachkräfte für angewandte Messertechnik, wie ich das immer sage. Oder Fachkräfte für angewandte Sexualwissenschaften. Ich weiß, das ist makaber, aber die Leute, sie wollen nicht kapieren, dass sie hier Vergewaltiger, Messerstecher, Mörder, Terroristen ins Land geholt haben und vor allem Leute fernab eines westlichen Kulturkreises. Es gibt Bilder, die kann ich euch hier nicht zeigen. Ihr könnt ja mal googeln, wie das Opferfest in anderen Ländern so aussieht. Und ganz richtig, es hat letztens jemand kommentiert unter meinem Video, diese Kinder, die jetzt hier sind, die so ein Frauenbild haben, voila, und dann klatsche, klatsche. Und ihr könnt euch das angucken im Telegram-Kanal. Diese Kinder sehen in ihrer Heimat schon, bevor sie zu uns kommen, wie dort Tiere auf öffentlicher Straße geschlachtet werden und die Tiere, sie verbluten dort an lebendigem Leib. Das ist Schlachten, damit das Fleisch am Ende halal ist. Das ist in Deutschland erlaubt. Jeder von euch, der Döner isst, der isst auch halal geschlachtetes Fleisch. Es ist Tierquälerei in Deutschland per Gesetz erlaubt, denn aus religiösen Gründen darf das Tier hier leiden. Aber auch die Afghanen. Jeder hat schon mal ein Tier getötet in seiner Heimat. Ich habe schon mit Afghanen zusammengearbeitet. Der sagte auch, ja natürlich habe ich schon Tiere gemessert. Ist auch ganz einfach, nimmst das Messer so, zack, zack und dann zeigt er dir, wie das funktioniert. Es sind eben Fachkräfte für angewandte Messertechnik, Fachkräfte für angewandte Sexualerziehung auf der Straße und es wird uns auffressen. Es wird uns wirklich auffressen. Von diesen kleinen
Dreckskerl, die ihr da seht, da gehört jeder einfach so lange geschlagen, bis er akzeptiert hat, dass die Frau das Höchste ist, was man erreichen kann in dieser Gesellschaft. Wenn er das nicht hören will, dann schlag so. Wer so ein Menschenbild hat in unserer Gesellschaft, der hat hier keinen Platz. Und wer hier keinen Platz hat, der muss auch die volle Härte des Gesetzes spüren. Da aber das Gesetz solche Täter straflos davonkommen lässt, bestes Beispiel in Hamburg, Gruppenvergewaltigung, 8 Täter sind ohne einen einzigen Tag Haft zu haben auf Bewährung wieder draußen. Das sollen erzieherische Maßnahmen sein. Bei solchen Kindern hilft keine Erziehung mehr, denn die ist schon lange verloren gegangen. Da hilft nur die harte Hand des Gesetzes und die harte Hand fängt damit an, prügelt sie erstmal nieder und dann sperrt sie ein. Wenn Sie fragen, warum, fangt ihr wieder von vorne an. Und wer jetzt nochmal kommt mit, das sind Kinder, ich so, es spielt keine Rolle, ob ein Terrorist minderjährig ist oder volljährig. Ein Terrorist ist ein Terrorist. Das sind die Messerstecher und Vergewaltiger von morgen. Sie reden hier über unsere Frauen, über deine Töchter, über meine Tochter und dass sie hier klatschen. Also ich klatsche gleich einen von den kleinen Jungen, aber so, dass am Ende er nicht mehr aufsteht. Wer so widerlich ist, so verachtenswert hier in unserem Land sich aufhält, der braucht keine Gnade erwarten, der braucht auch keine Milde erwarten, der muss mit aller Härte rechnen, vor allem muss er mit der Härte rechnen von denen, die hier schon länger leben. Ich glaube nämlich auch, dass die, die als Gastarbeiter zu uns gekommen sind, den Kleinen genauso klatschen würden. Und da wäre es kein Rassismus, wenn der türkische Vater den Migranten hier mal zurechtweist, wenn aber der deutsche Vater den Migranten nur den Fingernagel anfasst, dann komme ich direkt für Körperverletzung und hier und da und die Bildzeitung und Rassismusskandal, habt ihr nicht gehört? Und ich sage, Leute, werdet wach in der Realität. Solche Kinder sind der Anfang vom Ende. Wenn die Kinder älter sind, was passiert, sehen wir jeden Tag 72 Messerattacken in diesem Land. Es fängt an im Elternhaus, denn Kinder kommen auf die Welt und sind keine Terroristen. Sie sind doch keine Frauenhasser. Sie sind doch keine Frauenverächter. Das macht die Erziehung aus diesen Kindern. Und für diese Erziehung sind die Eltern verantwortlich. Deswegen gehören die alle aus dem Land geworfen. Wer seine Kinder so erzieht, dass es in Ordnung ist, wenn man Frauen klatscht, der gehört aus diesem Land geworfen. Und zwar auch mit Gewalt, wenn es sein muss. Wer die innere Sicherheit, den Frieden in der Gesellschaft so offen herausfordert und aufs Spiel stellt, der ist am Ende nur ein Invasor, der unser Land versucht zu unterwandern, unsere Kultur uns zu nehmen, unsere Frauen zu vergewaltigen. Und genau das sehen wir jeden Tag auf diesen Straßen. Die Frauen haben nachts Angst, durch die Parks zu laufen. Also Gruppenvergewaltigungen gab es vor 2015 nicht in Deutschland. Das ist ein eingewandertes Problem. Kein Deutscher würde auf die Idee kommen, mit 3 anderen Deutschen jemanden zu vergewaltigen. Wie krank muss man sein? Fragen wir uns immer. Da auf diesem Video seht ihr, wie krank man ist, wenn man schon ein kleiner Bangert ist, wie ich immer sage, ein kleiner Drecksack. Ich habe da kein Mitleid, ich habe da kein Verständnis. Das sind Kinder, die Teil der Gang aus Gera sind, die hier sowieso brandschatzen, schlagen und bald wird wohl noch höhere Kriminalität dazukommen. Wer jetzt sagt, ich habe Vorurteile, ja, selbstverständlich habe ich Vorurteile, geprägt durch das, was wir jeden Tag erleben. Es sind die Zugewanderten, die diese Messerkriminalität bei uns hier ausleben. Und wenn wir sehen, wie hier 12, 13, 14, 15-Jährige sich äußern, dann wissen wir, es ist eigentlich schon zu spät. Gnade uns Gott, irgendjemand möchte uns beschützen. Es tut aber keiner, es kommt keiner. Ja? Das ist die Zukunft. Gnade uns Gott, kann ich da nur sagen. Du willst das ganze Video sehen, schau in meinen Telegram-Kanal. Für YouTube sind manchmal die Szenen zu hart. Damit sage ich jetzt Tschüss, bis bald. Lass noch einen Kommentar da und ein Abo und dann sehen wir uns. Bis bald.